Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu Deponia. So, ich muss jetzt hier direkt mal eine Kleinigkeit loswerden. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt gerade mal gespoilert. Ja. Weil ich habe rumprobiert und rumprobiert. Und ich kam einfach nicht weiter. Nun weiß ich, was zu tun ist. Zumindest erstmal. Ja. Ich habe mich jetzt nicht großartig gespoilert, sondern nur damit wir hier mal weiterkommen. Ich könnte schwören, wir haben das schon probiert, aber anscheinend nicht. Wir müssen das Schild benutzen mit dem Stier. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Ich muss kurz mal was sicherheitshalber was nachprüfen. Einen Augenblick. Jetzt nicht wegen dem Spiel, sondern wegen der Aufnahme. Test, Test. Ja, funktioniert gut. Alles gut. Dann werden diese Folgen jetzt erstmal nur 30 FPS haben. Ist ja auch kein Ding. So, zurück zum Spiel. Nun sollen wir diesen roten Vorhang dort drüber hängen. Oh, macht mich das etwas wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. So, wir wissen ja, dass diese Stierblut belebend sein soll. Eingegeben ab 18, der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Und das sollen wir jetzt eigentlich abzapfen können. Mal ausprobieren. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Oha. Stierblut? Check. Gut, das haben wir. Und es wurde noch gesagt, wir sollen uns mal das hier genauer ansehen. Windschutzscheibe. Das könnte alles heißen. So, ich weiß nicht. Das allein reicht nicht zum. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust und Seife. Wo kriegen wir denn Seife her? Mist. Ich bin kein Spezialist. Dem Wasser fehlt noch der extra Schuss Energie. Okay, das hat schon mal funktioniert. Belebendes, klares Wasser. Ah, ich. Nein, ich weiß es nicht, verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, wo wir jetzt Wasser herkriegen. Aber. Ah, ich dachte gerade, dann wäre es jetzt Quelle, aber das will er ja nicht. Das haben wir und das haben wir und das und das und das. Es fehlt nur noch das da. Mist. Freigegeben der immer noch und. Verdammt, weißt du was, Spoiler? Ich mich schon und jetzt komme ich wieder nicht weiter. Mach das nochmal. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust und Seife. Lust und Seife. Können wir vielleicht. Wie kommen wir denn nochmal dahin? Warte mal. Hier zu Tonis Hütte. Können wir das vielleicht da machen? Hier ist ja noch immer noch dieser komische Topf. Die Ey. Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht.
Mir auch nicht. Da soll Toni nochmal. Achso, nasser Schwamm. Ja, geil. Okay, warte mal. Warte mal, erstmal angucken. Die Richtung, in die sich der. Ah, ja, das kennen wir schon. Okay. Gehen wir nochmal dahin. Können wir jetzt hier vielleicht. Jetzt sollte es doch gehen, oder? Muss das wirklich sein? Ja, tut mir leid, aber nützt es. Lava, keine Scheiße. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipu. Schnutzipu. Dämlicher Name. Ach ja, geht. Schnutzipu. Okay. Na gut. Ich habe jetzt nochmal heimlich nachgeguckt. Aber habe jetzt so getan, als hätte ich mir selber ausgedacht, dass wir den Schwamm noch nass machen müssen. So. Jetzt gehen wir nochmal zu ihm. Schönen Hallo guten Tag. Hi. Rufus. Genau. So. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn es sein muss, wie ja. War noch gleich dein Name? Peter. Schnutzipu. Schnutzipu. Schnutzipu? Schnutzipu. Hm. Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Gelb. Rot, pink. Was passiert, wenn wir rot anklicken? Rot. Hm. Nein. Nein, das kommt nicht hin. Ich glaube nicht, dass ich deinen Schlüssel habe, Schnutzipu. Hm. Blau. Hm. Nein. Ich glaube nicht, dass. Okay, ich glaube, der sagt überall dasselbe. Ich glaube. Egal. Dann eben nicht. Noch was? Bis bald. Nein! Rufus. Genau. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Nochmal? Wie war noch? So, dann nochmal. Schnutzi. Hm. Aber ich möchte. Was ist denn? Dann nehmen wir jetzt mal die richtige Farbe. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Scheiße. Hobby? Weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich lese viel, ich höre Musik. Ich würde ja sagen Ballett, aber wir probieren einfach ich aus. Ich schmiede Pläne, von hier wegzukommen. Hm. Nein. Nein, ich glaube nicht, dass ich da. Aha. Ich höre. Hm. Ich glaube. Aha. Ich lese. Hm. Ich glaube aha. Nicht. Ballett war ich sogar liebe richtig. Das Ballett. Volltreffer. Dann muss Bam, das hier Junge. Dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Jo, das ist super. Quackschlüssel. Oder ich suche das. Das ist Schnutzipus Schlüssel, nicht meiner. Der ist jetzt dir, Rufus. Hallo. Ist ja wohl logisch. Vor das Stadttor. Oh, Alter, wir kriegen endlich das Auto auf. Los, öffne es. Das ist echt die Sache, wenn man nicht alles mit allem ausprobiert, ne? Ich bin der Meinung, wir hätten das dann mal ausprobiert und noch Schwamm mit Topf und so, aber irgendwie offenbar nicht. So einfache Sachen eigentlich. So, und nun ist die Motorhaube auf. Na, also. Batterie. Nein, ich hätte es angucken sollen. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? So viel Power in so einer Shortcut. Was für eine Verschwendung. So, wie kommen wir jetzt an die Energie? Wünschelroute. Offenbar ist noch genug Saft. Zahnbohrer. Aufbauen. Ich will an die Batteriesäure. Und ich habe einen Zahnbohrer. Oh, das ist ja schon fast zu perfekt. Lava. Au. Ja, geil. Yeah. Säure. Saubere Arbeit, Rufus. Was sollte ich mitnehmen? Richtig, nimm. Aber nicht mit bloßen Händen. Dann tu es gerade mal hier rein. Ey, perfekt. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Ey, dann haben wir ja alles. Wir haben ja alles. Auf zu Lonzo. Können wir es trinken? Nö, wahrscheinlich nicht. Besser nicht. Nachher müssen wir es nochmal alles sammeln. Lonzo.
Tank muss ja eigentlich da rein. Ab in den Tank damit. Bäm, Junge. So. Ich hätte noch mit dem reden sollen. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum. Au, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Das kann niemals gut gehen. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Oha. Aua. Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Ach, ja, okay, ist fertig. Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Weißt du, ist gerade schlecht. Ich komm später, okay? Okay. Gut, haben wir jetzt hier soweit alles? Ja, wir können ihn anquatschen und rausgehen. Wir haben Espresso. Ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Ja, trink ihn einfach. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Woher weißt du das denn? Gut, ey, ab da rein. Und dann dem Typen da, dem Typen. Der Dame mal, ne? Den Kaffee verabreichen. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Mhm. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Ja und? Was soll das? Das ist Medizin. Und wer ist du? Was soll das? Ist Medizin. Und wer ist du? Oh, muss ich jetzt. Dr. Gizmo? Was ist denn jetzt? Was denn jetzt noch? Ich will einen Notfall melden. Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt. Das haben wir. Ich will. Ich höre. Zickenrücken, Feuer, Feuer. Feuer! Unmöglich. Das hätte. Sie haben. Ja. Das war mein. Es gab einen. Und ich glaube, ich erinnere. Ich mich unglaublich. Doch kein. Aus da. Danke fürs Nicht wirklich. Kann man ihm das geben vielleicht? Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Das Lehrbuch hat. Es wird. Trichter? Was soll das werden? Ja, ich will die Dinge nur tun. Trichter in den Mund stecken. Nicht solange ich ihr behandelnder Arzt bin. Dann und geh doch mal weg. Ich bin behandelnder Bürgermeister. Oh. Sind die nervig. Scheiße. Wie kriegen wir die denn jetzt da weg? Der Wenzel hat doch irgendwie so gar keine Animation, ne? Der steht einfach nur rum. Mit diesen komischen Augendingern da, ne? Voll gruselig eigentlich. Flammensymbol. Karton. Handschweißgerät.